So, ein wunderschönes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kerzen im Still. Ja, weiter geht's im Programm mit der Euro Truck Simulatura. Gut. Folge was auch immer. So. Immer noch nur Level 30. Ist ja unbefriedigend. Aber gut, was soll's. So. Okay. So. Wir wollen. Sieht man sie eigentlich? Man sieht mein Handy gar nicht in der Kamera. Interessant. So. Ja, weiter. Let's go. Wir haben immer noch eine schöne Strecke vor uns so rum. Wobei wir schon bald bei der nächsten Fähre sein müssten. Also so viel dürfte es nicht mehr sein. Schauen wir mal. So. Guck durch das an. Hier ist es dunkel in Berlin. Ist immer noch rot. Verdammte Scheiße. Bam, bam. Zeit zu gehen. Immer geradeaus. So. Freie Bahn mit Marzipan. Ich weiß nicht warum, aber ich habe hier unten gerade so aus dem Augenwinkel Catgirl gelesen. Ich sollte weniger Hentais schauen. Das ist nicht gut. So, wir müssen geradeaus weiter. Oder die rechte Route. So, das heißt, genau, hier war das mit Neapel, ne? Ja. Ja, stimmt, ist ja hier so unfair, weil wenn man guckt, hier, obwohl die Strecke nach unten führt, geht sie hier oben los, während die andere Route hier nach unten erst geht, und dann noch nach hier nach oben zu gehen. Das ist immer super, super gemein. Aber eben, wir müssen nach. Ne, eben, genau, wir müssen hier da. So, nach Neapel. Hey. Hä? Geht das nicht mal mit Doppelklick?
keine rein. Okay. So, bin mal gespannt. Es ist 12 Uhr. Hui, mitten am Tag. Ja. Wow. Gut, das da oben sieht ganz schön nach PNG-Stadt aus. Ah, okay. Na. Das sieht extrem nach PNG-Stadt aus, aber gut. Lassen wir das mal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Route neu berechnen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Oh, das ist ja so Straßenbahn. Hui. Irgendwie haben wir jetzt mal, irgendwie ist aber heute mein Bluetooth im Arsch. Irgendwie hab andauernd so ganz, also nicht andauernd, aber weiß nicht so. Alle 10 Minuten oder sowas, immer so ganz kurzen Aussetzer mal. Hoffe, das, was ich höre, wird nicht allzu asynchron. Ist gerade der Zug aufgeploppt? Wo ist das gerade aufgeploppt? Ich weiß nur nicht was. Sehr interessant. Ja, ich hoffe nur, dass die Autos nicht ganz asynchron wird. Also ich meine, ihr hört es immer noch synchron, so. Das Problem ist, ich höre es halt unsynchron. Irgendwann. Weil mit jedem kleinen Plopper über das Delay zu den Kopfhörern nochmal größer wird. Und irgendwann höre ich einen Sound im Spiel, erst eine Sekunde später, also jetzt übertrieben, aber, ne? Und dann kann ich natürlich darauf auch erst eine Sekunde später reagieren. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Plus 60, Alter, was ist das für eine Autobahn hier? Was? Ah, scheiß Kredit. Ah, guck mal, wir holen 100. Ah, ja, okay. Erstmal direkt. Weg damit. Oh, schon mal ein bisschen weniger. Wie gesagt, bevor wir jetzt irgendwas hier noch Neues kaufen, erstmal komplett den Kredit abbezahlen. Dann haben wir auch mehr von unserem Geld. Digga, nur 60. Wieso dürfen wir nur 60 fahren? Was ist das für eine Autobahn? Digga, was geht hier ab? Was ist das für ein Land? Oh mein Gott.
Ah. Jetzt dürfen wir mal 80 fahren? Hey, war das. Hab ich gerade irgendein Schild übersehen? Der Suspekt. Ne, hier ist kein Schild mit dem. Hier dürfen wir noch 60 fahren? Oder ab hier dürfen wir auf. Hier ab der Stelle dürfen wir noch auf einmal 80 fahren. Aber jetzt kann ich ja kein Schild. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Na, ist wieder 70. Na, leck mich doch am Arsch. Blauer Tesla. Aber es gibt sich, guck mal, da vorne ist auch schon wieder Tesla. Oh, das ist überhaupt Tesla. Doch, ist ein Tesla. Ist, also. Schön, dass es ja jetzt in dem Spiel auch Teslas gibt, so. Aber so viele. Man sieht ja andauernd irgendeinen. Hat SES-Software da irgend so einen schmutzigen Deal mit Elon Musk abgewickelt? Ich hoffe, ich guck mal, ich bin der Tesla. Alter, gibt's doch ja nicht. Direkt vor unserer Schussstange, drei Teslas. Was ist denn hier los am Mannerkolm? Alter, wenn da keine Milliarden geflossen sind, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist ja. Schon auffällig. Wieder so eine Suppe am Himmel, ey. Ey, egal, das zieht sich jetzt aber gerade zusammen, Alter. Gerade mal 15 Uhr und es ist schon dunkel as fuck. Denn die Stromwerfen ist auch kaum noch. Holy shit. Holy. Ich glaube, wir müssen nach links. Oder? Nein, doch nicht. Hätte doch gar noch weiter fahren können. Komische Beschilderung hier, ey. Ach, wir müssen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir
Verdammt! Jetzt habe ich mich so auf die Stelle oben konzentriert. Oh, leck mich am Arsch. Ah. Und wieder gibt's hier keinerlei Wendemöglichkeiten. Da ist doch Kacke. Deprimierend. Keine Wendestelle? Guck mal, hier gibt es eine Wendestelle, aber die zu. Das ist doch Kacke. Oh, jetzt haben wir eine Baustelle. Ich glaube, ich werde die mehr. Ah, guck mal, das ist der, der es vorhin überholt hat. Aha. Lama, was ist denn hier los? Ich glaube, es hackt bei dir. Ist auch schon wieder zu. Warum sind die alle Wendestellen zu? So Kacke. Na. Da steht auch schon wieder Baustellenfahrzeug. Die ist auch zu. Leck mir Morsch. Das ist ja schlimm. Wenn wir jetzt echt die ganze Strecke hier fahren, ist doch Kacke. Da wollte auch schon wieder zu. Ach, leck mir Morsch. Wenn ich will jetzt uns hier bei den Raststätten weiß nicht, Unterführung oder sowas machen. Ja. Dass man hier halt nirgendwo wenden kann. Schon ein bisschen deprimierend. Aber ich dachte, das ist halt allgemein so ein Problem von ETS vor allen Dingen. Dass man bei ETS halt kaum irgendwelche Möglichkeiten hat zum Ausweichen. Gerade auch wenn du irgendwo. Ja. Hier irgendwelche Umleitung zum Beispiel hast, ne? Da hat er auch teilweise, dass du einen riesigen Umweg fahren musst. Guck mal hier. Ah, nee, hier ist zu.
Sorry, Leute. Wie ist das denn Alpha Wand? Ah, nee, passt nicht durch. Ah. Ja, ich wollte eigentlich, wo ist die Ansicht? Da. Die Ansicht wollte ich haben. Es ist eine Alpha Wand da. Also gibt's doch ja nicht. Ich hätte hier an der Stelle wunderbar wenden können. Aber nee, natürlich ist das hier wieder eine Alpha-Wand. Hallo? Ich komme nicht mehr raus. Also ich fahre rückwärts, aber tut sich nichts. Na, das ist super. Vorwärts fahren geht nicht. Und rückwärts fahren geht auch nicht. Geil. Fuck. Ja gut. Das escalated quickly. Oh, auf einmal ist Nebel. Oh. Haben wir nicht vorhin schon vom Nebel geredet? Weil das ist ein Nebel. Leck mir Morsch. Wenn wir wieder ein Stückchen fahren. Ich meine, wenn wir Glück haben, können wir auch hier direkt. Also normalerweise kann man hier auch beim Zoll kann man wenden. Ja, wir können also mal hier rauf fahren. Los. Nebel. Das wäre jetzt gerade echt dämlich, Alter. Also Alpha-Wände, wo man gegenfährt. Wo man nicht durchfahren kann, vielleicht eine. Aber Alpha-Wände, wo du dich richtig einhaken kannst und du dann gar nicht mehr fahren kannst, also weder vorwärts noch rückwärts. Das ist schon ordentlich. Das ist schon heftig. Heftig. Am Arsch. Oh ne, der Nebel lichtet sich gerade. Oh. Ich dachte jetzt, wir fahren jetzt hier richtig, also dass der Nebel höchstens noch stärker wird und wir richtig schön Nebellandschaft haben, aber gar nichts. Casino. Aha. Glücksspiel kann süchtig machen. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier wenden können. Vielleicht normalerweise an der Zollstation hast du immer Durchbrüche. Sieht gut aus. Dann machen wir mal Doppelblinker an hier. Und voila. Schon sind wir wieder auf dem rechten Pfad. Und der Nebel ist komplett weg. Verlecken wir Morsch.
Napoli sind wir jetzt nicht so weit rum. Ja, wobei wir 50 Stunden. Ha! Easy. Was? 12.000 Euro verloren? Verdammt nochmal. Hä, wie kann die Alte im Level aufsteigen, wenn sie gerade eine Leerfahrt gemacht hat? Bist du dumm? Achso, siehst du, apropos, es gibt jetzt also unsere Mitarbeiter, also die LKWs von den Mitarbeitern, die Mitarbeiter nutzen, die haben jetzt übrigens auch Schaden, ne? Da hast du denn hier Zustand, hast du denn hier 5 Sterne und so. Du kannst die Liste leider nicht nach Zustand sortieren, aber du siehst halt, ne, wie verschlissen die sind und die Sachen, die du reparieren kannst, das machen sie selber, nach wie vor. Aber die Sachen, die du wirklich austauschen musst, also diesen permanenten Verschleiß, den musst du selber machen. Entweder, indem du halt einsteigst und zur Werkstatt fährst, oder du kannst hier vollständig wiederherstellen machen, da wird quasi alles ausgetauscht. Ne, natürlich nur, wenn was bedarf ist. Und du siehst, glaube auch, wenn die LKWs so Schrott sind, dass sie halt über 30 sind und damit im schlechten Zustand sind, dann hast du hier auch ein neues Statussymbol, da, dieses rote. LKW benötigt Wartung. Und wenn das in dem roten Bereich ist, dann weigern die Mitarbeiter auch damit weiterzufahren und dann nach 5 Tagen oder sowas kündigen sie dann. Wenn du den LKW, also wenn er rot ist und du den trotzdem 5 Tage lang nicht wartest, dann kündigen die Mitarbeiter. Weil sie dann damit nicht mehr fahren können und keinen Bock haben auf einen Job, wo sie nichts machen können. Ja, dementsprechend. Das heißt, man kann zumindest hier in der Liste gucken nach roten Symbolen. Das geht also. Aber es wäre halt trotzdem schön, weil wie gesagt, du hast ja hier trotzdem einen prozentualen Zustand. Und es wäre halt schön, wenn du halt diesen Zustand hier zum einen siehst, als Prozentwert irgendwie. Und vor allem die Liste danach sortieren könntest. Ja. Ja. Nein. Bei der nächsten Parklinie müssen wir mal Pause machen. Ich glaube, da vorne ist schon eins. Die sind ja relativ häufig, kann das sein? So. Gut. Na dann. Komisches Lied. Würde ich mal sagen, warum bist du eigentlich hier? Kommst du noch da? Ja, bis zur nächsten Folge und bis dann.